Heutzutage leiden immer mehr Menschen an Augenlidern, die an manchen Tagen oder täglich angeschwollen sind. Hier sammelt sich in dem Bindegewebe unter den Augen übermäßig viel Flüssigkeit an. Vor allem am Morgen kann man die Schwellung an den Sehorganen wegen der dünnen Haut schnell sehen, was für ein müdes und krankes Aussehen sorgt. Ziemlich selten ist es möglich, dass Tränensäcke etwa auf Nieren- und Herzkrankheiten hindeuten, worauf die Behandlung eines Arztes stattfinden sollte. Oft haben geschwollene Augen jedoch harmlosere Auslöser, wie zum Beispiel Durchblutungsstörungen, Stress, Schlafdefizit, Nasennebenhöhlenbeschwerden, Alkoholkonsum, Rauchen, Nährstoffmangel, hormonelle Veränderungen und Allergien. In unserem heutigen Video stellen wir dir einfache Hausmittel vor, mit denen du Tränensäcke ganz schnell loswirst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Kartoffeln. Dieses stärkehaltige Gemüse hat sich im Kampf gegen Tränensäcke bewährt. Das liegt nämlich daran, dass Kartoffeln kühlend wirken, Entzündungen hemmen und darüber hinaus den Körper mit Kalium versorgen, was bei einer übermäßig salzhaltigen Ernährung den Natriumhaushalt ausgleicht und somit Schwellungen abbaut. Hierzu raspelt man eine rohe Kartoffel, gibt sie in eine Kompresse und legt diese auf die Tränensäcke. Nummer 2. Tee. Mit bestimmten Teesorten lassen sich Schwellungen an den Augen sehr effektiv bekämpfen. Insbesondere schwarzer und grüner Tee hat eine durchblutungsfördernde, lindernde, entzündungshemmende oder ebenso kühlende Wirkung. Dafür ist es allerdings notwendig, den Tee zuerst mal zuzubereiten. Dazu gießt man in eine Tasse mit Grün- oder Schwarzteebeuteln heißes Wasser. Danach sollte alles ungefähr 7 Minuten ziehen. Als nächstes werden die Beutel herausgenommen. Nach dem kurzen Abkühlen der Teebeutel legt man diese auf die geschwollenen Augen, um ein paar Minuten einzuwirken. Nummer 3. Erdbeeren. Wenn man die roten Früchte in Scheiben schneidet, können die Schwellungen an den Augen zurückgehen. Ihre Fülle der Nährstoffe bei den Erdbeeren lassen die Haut frischer und jünger aussehen. Dabei ist es ganz entscheidend, sich zuerst hinzulegen und danach die Fruchtscheiben auf die geschlossenen Augen zu legen. Um die beste Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, das Obst unmittelbar vom Kühlschrank zu verarbeiten und nach dessen Erwärmung mit kälteren Scheiben auszutauschen. Nummer 4. Augentrost. Der Bezeichnung nach ist Augentrost ein beliebtes Hausmittel gegen Augenbeschwerden. Vor allem bei Entzündungen besteht die Möglichkeit, diese mit Hilfe durch die Anwendung der Heilpflanze zu lindern. Damit sich an den Augen die entzündlichen Schwellungen stark zurückbilden, wird eine Kompresse mit den Kräutern zubereitet. Zunächst sollte man einen Teelöffel Augentrost in eine Tasse mit erhitztem Wasser übergießen. Alles zieht dann etwa 10 Minuten lang ein. Nachdem der Tee etwas gekühlt ist, legt man ihn mit der Kompresse auf die Tränensäcke. Alternativ lässt sich ebenso ein Wattepad verwenden, welcher in den Tee getaucht wurde. Nummer 5. Salzwasser. Schwellungen an den Augen kann man ebenso mit warmem Salzwasser bekämpfen. Hierzu werden 4 Tassen warmes Wasser und ein halber Teelöffel Salz in eine Schüssel gegeben. Danach vermengt man die Zutaten. Als nächstes sind in diese Mischung 2 Wattepads einzutauchen, auszubringen und dann für 2 Minuten auf die geschlossenen Sehorgane zu legen. Daraufhin befeuchtet man die Pads wieder und gibt diese auf die Augenlider. Der Vorgang ist für 20 Minuten zu wiederholen. Nummer 6. Aloe Vera. Diese Pflanze enthält Vitamin E und zahlreiche Antioxidantien, um bei den Augen die Schwellungen zu vermindern. Mithilfe von Aloe Vera wird außerdem die Durchblutung verbessert. Das hat in den Augen eine Reduzierung der Wassereinlagerungen zur Folge. Erstmal schneidet man von der Pflanze ein Blatt ab, entnimmt daraus das entsprechende Gel und legt es für 15 Minuten in den Kühlschrank. Dann ist das Gel auf die Tränensäcke vorsichtig zu verteilen. Nach einer Einwirkzeit von einer Viertelstunde wird es mit kühlem Wasser abgespült. Zur Verhinderung von Reizungen sollte es nicht in die Augen gelangen.
Nummer 7. Gurken. Bei vielen Beschwerden im Gesicht können Gurken helfen. Deswegen besteht die Möglichkeit, mit ihnen ebenso gegen geschwollene Augen vorzugehen. Dieses grüne Gemüse versorgt die Sehorgane mit Feuchtigkeit und Kühlung. Damit die Tränensäcke schneller verschwinden, schneidet man die Gurke in kleine Scheiben. Danach sind zwei Gemüsescheiben auf die Schwellungen zu legen. Um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, sollte die Gurke im Vorfeld ungefähr eine Stunde im Kühlschrank gewesen sein. Nummer 8. Kokosöl. Selbst Kokosöl hat bei Schwellungen in den Augen eine vielversprechende Wirkung. Es enthält Laurinsäure, die einen entzündungshemmenden Effekt hat und außerdem der Haut Feuchtigkeit spendet. Dazu empfiehlt es sich, die betroffenen Stellen immer wieder mit Kokosöl einzucremen. Nummer 9. Kälte. Des Weiteren ist Kälte ein einfaches und sehr wirksames Hausmittel gegen Tränensäcke. Jedoch sollte man bei den Augen darauf achten, keine zu kalten Mittel anzuwenden. Unpassend sind unter anderem Eiswürfel. Diese können nämlich bei unmittelbarem Hautkontakt Erfrierungen verursachen. Es ist daher besser, einen kalten Löffel zu nehmen, der davor nur für einige Minuten im Eisfach war. Nummer 10. Sesamöl. Bei Sesamöl geht es um ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel, das den Körper mit genügend Linolsäure und Vitamin E versorgt. Wendet man es regelmäßig an, spendet es der Haut die nötige Feuchtigkeit, wirkt gegen Entzündungen und sorgt damit für ein Abklingen der Schwellungen an den Augen. Dazu reibt man die entsprechenden Stellen vorsichtig mehrmals täglich mit dem Öl ein. Währenddessen sollte das Sesamöl nicht in die Sehorgane gelangen. Unser heutiges Fazit: Wie man sieht, lassen sich mehrere verschiedene Hausmittel gegen Tränensäcke anwenden. Aus diesem Grund ist es also nicht gleich notwendig, sich an Fachleute zu wenden, die Medikamente verschreiben oder spezielle Eingriffe an den Augen vornehmen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen!